für die Regierung ist das jetzt sogar eine komfortable Situation. Man kann jeden Ausgabewunsch auf Pump finanzieren und man hat eine Ausrede, warum wir jetzt in die Krise schlittern, die sowieso gekommen wäre. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute im Gespräch mit Peter Böhringer. Herzlich willkommen. Sie sind haushaltspolitischer Sprecher der AfD, Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Bundestag und auch ein erfahrener Rohstoff- und Kapitalmarktmann aus der Vorgeschichte. Ja. Wir treffen uns hier in Berlin, sind im Bundestag und das ist ja die Stadt, nicht nur die Hauptstadt, das ist die Stadt, in der man jetzt aufpassen muss, wenn man das Grundgesetz offen trägt, dass man nicht verhaftet wird. Ist das nicht skandalös? Es ist ein Zeichen der Zeit, da sind wir schon weit gekommen. Ich kenne zwar die genauen Umstände dieses Falls nicht, aber wenn es wirklich das Grundgesetz selbst war, das öffentliche Vorzeigen des Grundgesetzes, das irgendwie zu Ärger mit der Polizei geführt hat, dann sind wir weit gekommen. Es gab ja auch schon Demonstrationen, da wurde die Nationalflagge als rechtsextremes Symbol irgendwie einkassiert. Ja, da sind wir weit. Kommen wir mal zum ersten harten Thema. Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Woche entschieden, dass die Anleihekäufe der EZB zumindest teils grundgesetzwidrig sind. Was hat das für eine Bedeutung, dieses Urteil? Es war ein bedeutsames Urteil. Man muss differenzieren zwischen der Vorgeschichte und der juristischen Bedeutung an der Stelle und der praktischen ökonomischen Bedeutung. Ich fange mal mit der praktischen an. Es gibt Umgehungsmöglichkeiten, deshalb haben die Märkte auch nicht sofort reagiert. Wäre das jetzt ein Grund, dieses Urteil sofort alle Anleihekäufe einzustellen, dann wären die Märkte runtergebrochen an dem Tag. Das sind sie nicht, kann aber noch passieren, je nachdem, wie das jetzt umgesetzt wird. Und da sind wir im politischen Bereich. Wir haben sofort eine Aktuelle Stunde dazu angemeldet, die gestern im Bundestag stattgefunden hat. Es wurde sofort versucht, das Urteil in seiner Bedeutung zu relativieren. Und immerhin wurde festgestellt, dass die Anleihekäufe der EZB, zumindest das Hauptprogramm PSPP, das immer noch läuft, seit 2015, die Klage ist von 2016, dass es, Zitat, kompetenzwidrig sei. Faktisch war es verfassungswidrig. Das wurde nur in der Überschrift verhindert und vermieden, das Wort. Und diese Verfassungswidrigkeit ist heilbar. Das ist das Problem jetzt. Innerhalb von 3 Monaten kann der EZB-Rat eine Erklärung nachliefern, dass alles verhältnismäßig war und so weiter. Und dann ist es heilbar. Das wird auch passieren. Ist politisch nicht ganz einfach, wird aber passieren. Bedeutsam ist, dass zum ersten Mal nationale Parlamente Mitspracherechte bekommen bei EZB-Entscheidungen. Das war ein völliges Tabu. Erstens, weil national in suprastaatlicher Organisation. Und zweitens, weil natürlich die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ja eigentlich sakrosankt war. Also das wird noch spannend. Ich habe dazu eine Rede gehalten, da reden wir noch öfter drüber. Das wird jetzt viel im Bundestag auftauchen, das Thema. Es gibt ja mehrere brisante Punkte an dem Urteil. Eines davon oder ein Nerv davon ist sicher, dass keine monetäre Staatsfinanzierung festgestellt worden ist. Ja, das ist der Minuspunkt im Urteil, aber auch nur ein scheinbarer Minuspunkt. Also Herr Voskuhle hat in seiner letzten Aktion, ist er seiner Linie der letzten 15 Jahre treu geblieben, also der Vorsitzende des Senats des Bundesverfassungsgerichts, er ist seiner Linie treu geblieben, an der Stelle immer noch der Politik und der Zentralbank einen Ausweg zu lassen. Also der explizite Bruch des Verbots der monetären Staatsfinanzierung nach Artikel 123 AOV wurde nicht festgestellt, aber nur aus formalen Gründen. Er hat zum Glück sehr klare Kriterien definiert, 7 einzelne Kriterien und das derzeit laufende Programm PEP, das als Corona-Anleihe-Aufkaufprogramm der EZB, das auch billionenschwer wird, erfüllt, das ist völlig klar heute schon, ganz viele dieser Kriterien nicht. Es ist also verfassungswidrig. Das wurde nur nicht festgestellt, weil es formal nicht um dieses PEP-Programm ging, das aber völlig vergleichbar ist. Ich habe das im Bundestag also gesagt und die anderen haben es natürlich sofort runtergespielt, weil sie die Gefahr erkannt haben. In meinen Augen muss aber jetzt sofort ein Eilantrag beim Verfassungsgericht folgen. Wird höchstwahrscheinlich auch passieren und dann wird es spannend, ob Herr Harbert, das ist der Nachfolger, kommt aus dem Bundestag, CDU, völlig systemtreu, völlig EU-rophil, ob er einem Eilantrag stattgibt. Ich vermute nein und dann fürchte ich, werden wir wieder 5 Jahre warten bei dem derzeitigen Aufkaufprogramm von PEP, dann habe ich ausgerechnet, sind wir im mehrere Billionenbereich. Das heißt, jeder einzelne Bundesbürger wird hier einen Schaden davon tragen, Abschreibungsschaden, auf absehbare Abschreibung auf diese Anleihen von mehreren 10.000 Euro. Inwieweit ist denn zu erwarten, dass der Bundestag von dieser Möglichkeit zu kontrollieren auch Gebrauch macht? Der Bundestag muss kontrollieren, das steht im Urteil wirklich klar drin. Er muss also auf dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung bestehen. Die wird in den nächsten 3 Monaten auch stattfinden. Darüber wird der Bundestag vermutlich auch abstimmen.
Die Grünen und die SPD wollten das sofort abschieben aufs Europäische Parlament, was völlig unbillig ist. Das ist eine Urteilsnegierung. Das ist ein Skandal für sich. Die haben wirklich gesagt, der Bundestag hat hier nichts zu melden. Wir machen das alles über das Europäische Parlament. Was aber im Urteil expressis verbis anders drin steht. Die Regierung und der Bundestag werden in die Pflicht genommen und eben nicht das Europäische Parlament. Zweites wichtiges Thema aus der Woche, das Infektionsschutzgesetz. Das ist jetzt verwässert worden, kann man sagen, ne? Zum Glück verwässert. Wir haben massiv darauf hingearbeitet. Es war ja argumentiert worden, ich teile diese Meinung, dass die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes eine Impfpflicht durch die Hintertür bedeutet hätte. Weil man gewisse Grundrechte unter Umständen ohne einen Impfnachweis oder einen Nachweis, dass man eine Krankheit überstanden hat, nicht mehr hätte ausüben können. Das ist schon starker Tobak. Grundrechte sind normalerweise in aller Regel nicht einschränkbar. Ab und zu muss man mal eins abwägen gegen das andere. Okay, aber Einschränkungen noch dazu für 80 Millionen Menschen bis zum Beweis des Gegenteils, also bis zum Beweis, ich bin gesund oder geimpft, das wäre völlig unbillig gewesen. Wir haben massiv Druck gemacht. Das ist erst am Mittwoch vor 8 Tagen überhaupt veröffentlicht worden durch das Kabinett. Sehr überraschend, sehr negativ. Es gab einen Aufschrei in der Bevölkerung, auch sofort bei uns. Ich persönlich habe mich eingesetzt, ganz massiv. Und ich war nicht der Einzige. Es gibt ganz viele Impfgegner. Und damit meine ich nicht unbedingt absolute Impfgegner. Man muss kein absoluter Impfgegner sein. Das ist mir ganz wichtig, obwohl ich weiß, dass es viele absolute Impfgegner gibt. Aber man muss kein absoluter Impfgegner sein, um gegen die Impfpflicht durch die Hintertür zu sein. Es gibt keinen Grund, nach 100 Jahren Impfmöglichkeiten plötzlich einen Zwang zu verfügen. Ich behaupte sogar, dass es gefährlich ist, wenn der Staat sich einmischt und einen Zwang verfügt, weil er dann das Misstrauen in Impfungen grundsätzlich schürt. Er erreicht also eher das Gegenteil dessen, was er angeblich erreichen will. Und wir haben das, und das war eine Sternstunde des Internet, muss ich sagen, in einer großen Koalition. Wichtiger Punkt, ja. In einer großen Koalition, also nicht nur rechte Gruppen, sondern sehr bürgernahe, weite Teile, Gruppen, viele Internetkoalitionen, viele Internetseiten, auch linke Gruppen, haben es hier geschafft, die Impfpflicht durch die Hintertür rauszubekommen. Herr Spahn musste nach nur 4 oder 5 Tagen aussichtslosem Kampf klein beigeben, weil vor allem die CDU und CSU Abgeordneten so viel Druck von ihren Wahlkreisen bekommen haben, von der Basis. Ich selbst habe hunderte von E-Mails bekommen und er wahrscheinlich diese Abgeordneten auch. Und am Ende musste er das rausstreichen. Also wir haben in der ersten Lesung, das war gestern, diesen Passus jetzt nicht mehr gefunden. Das Gesetz geht jetzt in Ausschuss noch eine Woche. Und dann hoffen wir sehr, dass wir diesen Etappensieg gewonnen haben oder davongetragen haben. Allerdings muss man weiterhin wachsam sein an der Stelle. Das ist das Stichwort. Also das ist nicht endgültig vom Tisch, das Thema. Naja, man muss sich fragen, welches Interesse hatte die Regierung, am Ende einer Pandemie eine Impfpflicht durchzusetzen? Mit Corona ist das nicht mehr begründbar. Es ist absurd zu impfen, wenn die Pandemie bereits vorbei ist. Das wird niemand bestreiten. Das heißt, das war ein Vorratsbeschluss für künftige Geschichten. Warum macht eine Regierung sowas? Es ist nicht mehr mit dem Notfall Corona begründbar. Das heißt, man muss hier wirklich sich die Frage stellen, wer hat das mit welchen Interessen im Hintergrund getrieben? Und ja, ich fürchte, es kann wiederkommen. Die Europäische Union hat bereits Vorbeschlüsse getroffen und will das Thema wieder auf die Agenda bringen. Allerdings stimmt mich hoffnungsfroh, dass der Widerstand im Internet so stark war in der Bevölkerung, dass es wohl eine Weile dauern wird, bis man das nochmal versucht. Der ist massiv, der Widerstand, habe ich auch so beobachtet. Das Thema könnte ja auch auf anderem Weg zurückkommen. Ich habe heute mal, ich weiß nicht mehr warum, ein bisschen in Tourismuszeitschriften geblättert, also online, und habe da den Eindruck gewonnen, dass es da auch Bestrebungen gibt, dass man versuchen wird, den Touristenstrom zu steuern, zu sagen, ihr kommt nur noch an unser Urlaubsziel, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr nicht infiziert seid. Gut, die Länder, in die gereist wird, haben vielleicht weniger Interesse daran, weil ja die Touristen dann nicht mehr kommen. Es gab schon immer Länder, in denen zumindest eine Impfempfehlung ausgesprochen wurde vom Auswärtigen Amt, okay, und von Gesundheitsämtern. Dagegen ist, glaube ich, nichts zu sagen. Empfehlungen freiwillig sind in Ordnung. Aber das Koppeln der Reisefreiheit an eine Pflicht, normalerweise nicht. Die Ausnahme würde ich machen bei privatrechtlichen Organisationen. Es gibt viele Unternehmen, die das von ihren Handelsreisenden tatsächlich verlangen. Das ist aber nicht neu, das gab es schon immer. Soldaten unterliegen einer gewissen Impfpflicht. Aber Leute, das ist eine freiwillige Geschichte. Das ist was völlig anderes als eine absolute Pflicht für alle Bürger zu verfügen. Wer das macht, wer Soldat werden will, wer Handelsreisender werden will in privatrechtlichen Organisationen, ja gut, der muss damit leben, dass ihm seine Unternehmung unter Umständen eine Impfpflicht auferlegt. Das ist was anderes. Das ist auch nicht neu, das gibt es schon immer. Ein Punkt, der aufgefallen ist, auch bei uns im Kanal, Zuschauer haben das gesagt, die fanden, dass die AfD in den letzten Wochen nicht so präsent war, wie sie es erwartet hätten. Wie kann man das erklären? Naja, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Die Haupterklärung ist die,
dass wir natürlich am Anfang falsche Informationen hatten. Am 31. Dezember wurde das Virus von China bei der WHO gemeldet. Im Januar, Februar sagte alle Welt, regierungsseitig ist harmlos, man hat Karneval gefeiert, man hat Kommunalwahlen noch bis in März abgehalten, Bayern völlig ohne Probleme. Und das Internet, ich betone das, eher das Internet hat Corona als gefährlicher angesehen als die Regierung. Und weil ich normalerweise im Internet durchaus glaube, habe ich das auch ein Stück weit geglaubt, einige bei uns. Und deshalb waren wir im März etwas verunsichert, als die Regierung in die andere Richtung geschwenkt ist. Und das Internet auch wiederum in die andere Richtung. Ja. Plötzlich hat das Internet gemeint, ist alles harmlos und die Regierung hat gesagt, das ist gefährlich. Und das war genau die Phase, in der die ersten Bundestagsentscheidungen überfallartig auf uns heruntergekommen sind. Und wir haben uns dann nicht getraut, nachdem Seehofer von 1 Million Todespotenzial gesprochen hat, allem gegen alles zu stimmen. Insbesondere nicht gegen Krankenhausunterstützungsleistungen, die haben wir befürwortet. Und ja, vielleicht hat man an einigen Stellen, wo wir uns enthalten haben, würde man im Rückblick sagen, hätten wir Nein sagen müssen. Aber ich finde es ein bisschen besserwisserisch ex post, wenn jetzt viele im Internet, ich bekomme ja viele solche Zuschriften, wenn alle sagen, wir wussten es im Januar, Februar schon. Da gab es nur ganz wenige, zum Beispiel Dr. Wodarg, der Einzige, der frühzeitig gewarnt hat und vielleicht noch ganz wenige andere. Aber März war die Phase, in der sich alles gedreht hat. Inzwischen weiß ich auch, dass es höchstwahrscheinlich eine bessere Grippe ist. Bei der ersten Bundestagsentscheidung Mitte März war das noch nicht hundertprozentig sicher. Und wenn mir 1 Million Tote im Rahmen stehen, dann kann man als Verantwortlicher nicht mit absoluter Sicherheit gegen die Regierung handeln. Deshalb haben wir uns da enthalten. Ich betone, dass die Enthaltung immer noch viel stärker war, ein Anzeichen des Protestes, als bei allen anderen Fraktionen, die sklavisch mit der Regierung gestimmt haben. Also es war ein ganz schwieriges Thema. Inzwischen sind wir alle schlauer und auch Impfexperten oder Virusexperten. Das Land ist seit 2 Wochen um eine Oppositionspartei reicher. Widerstand 2020 nennt sie sich, wobei ich noch nicht erkenne, was daran eine Partei ist, aber was ist der Eindruck auf Ihrer Seite? Also um mit den Positiven anzufangen, Dr. Schiffmann hat mir persönlich viel beigebracht mit seinen Corona-Videos, da war er auch einer der Ersten, allerdings auch nicht im Februar, sondern erst im März angefangen, wie ich eben gesagt habe. Er hat erst im März angefangen mit seinen Aufklärungsvideos, die waren sehr überzeugend. Nach 2, 3 Wochen hat er auch mich umgestimmt und gesagt, es ist nicht so gefährlich, wie alle gedacht haben, soweit gut. Wenn er bei diesem Leisten bleiben würde, wäre das ja alles gut. Das Wort Partei würde ich mal in Anführungszeichen setzen. Das ist was anderes, wenn man ein paar 10.000 Leute auf eine Webseite bringt, dort registrieren lässt. Das sind noch nicht explizit Parteimitglieder, insbesondere nicht, wenn es dann ans Zahlen geht, wenn sie Parteibeiträge zahlen sollen, wenn sie Kreisverbände, Landesverbände aufbauen sollen, wenn sie sich einer Satzung unterwerfen und insbesondere, wenn sie die völlig heterogenen, widerstrebenden Interessen, aus denen sie kommen, links, rechts, dann plötzlich ein Parteiprogramm gießen sollen. Schiffmann selbst sagt ja, er sei weder links noch rechts, noch oben noch unten. Im Bürgerrechtsbereich hat er vielfach recht. Das sind dann teilweise unsere Positionen. Bei Corona hat er sowieso recht bei der Impfung. Bei allem anderen gibt es noch keine Position von Widerstand 2020. Man wird sich auf jeden Fall auseinanderdividieren, wenn es überhaupt gelingt, hier eine Bundespartei zu formen. Und deshalb bin ich da relativ entspannt. Wenn er am Ende jemand Stimmen wegnimmt, so sieht es im Moment aus, dann eher den Grünen, weil das an vielen Stellen eine sozialromantische und sogar grünromantische Träumerpartei ist, zumindest was das Führungspersonal angeht. Aber gut, man muss es abwarten, mal schauen, vielleicht bekommen sie viele gute Berater. Bis jetzt ist das noch nicht sehr überzeugend. Die Lockerungen nach Wochen drakonischer Einschränkungen der Grundrechte vor allem kommen jetzt langsam in Gang, aber ist schon noch etwas zögerlich. Ja, viel zu zögerlich, nachdem wir inzwischen mit fast hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass es eine bessere Grippe ist. Die Letalitätsraten im Bereich 0,1 liegen und da liegt sie bei einer Grippe eben auch, müssten alle Maßnahmen inzwischen aufgehoben werden. Mit ganz wenigen Ausnahmen Schutz von Risikogruppen. Das gilt aber auch bei normalen Gruppen. Wenn ich 80 aufwärts bin oder vorgeschädigter Asthmatiker oder schwerer Raucher, dann muss ich mich sowieso schützen. Das muss ich bei jeder Grippe tun. Nach allem, was wir inzwischen wissen, das Einzige, was hier los ist, ist, es ist etwas ansteckender als eine normale Grippe, weil es eben über den Rachen geht. Okay, deshalb gab es auch so diese Häufung im März von Fällen. Das hat die hässlichen Bilder aus den Krankenhausintensivstationen produziert. Das ist aber erstens alles vorbei und zweitens wäre es managebar gewesen, zumindest mit dem, was wir heute wissen. Also sofort raus. Leider hat sich das zu Herrn Söder speziell nach Bayern noch nicht herumgesprochen. Es ist nach wie vor
selbst der Breitensportbetrieb steht. Die Leute lechzen nach Auslauf, die Kinder, Jugendlichen, das ist ganz schlimm. Die Schulen sollen erst nach Pfingsten wieder öffnen in Bayern. Und hier in Berlin, wir sind ja gerade in Berlin, ist auch wenig los. Also inzwischen sind die Kollateralschäden, auch die gesundheitlichen, so hoch, dass sie die Corona-Schäden bei weitem übersteigen. Von wirtschaftlichen Schäden mal ganz abgesehen, die ja sowieso horrend sind. Warum konnte es so weit kommen? Das musste doch absehbar sein, dass man da riesigen Schaden anrichtet. Die Regierung hat argumentiert bis Mitte März, eigentlich sogar bis jetzt, es ist hochgefährlich. Wir haben hier massenhaftes Sterben, Hunderttausende von Tote. Wir wollen die Intensivstationen nicht überlasten. Die hässlichen Bilder aus Bergamo und aus Wuhan und teilweise auch aus New York City haben uns ja da tatsächlich etwas geschockt. Aber es war halt im Rückblick gesehen sehr lokal, sehr temporär. Und es ist mir wirklich wichtig zu betonen, dass nicht die Shutdown-Maßnahmen diese Epidemie besiegt haben, sondern dass sie bereits auf dem Rückzug war. Und das werfe ich der Regierung massiv vor, dass sie uns darüber erst informiert hat, nach der ersten Bundestagsentscheidung. Und bis heute nicht zugibt, dass diese erste Welle nicht so schlimm war, dass die Pandemie bereits beherrscht war Mitte, Ende März und dass es niemals eine zweite Welle geben wird. Das wird uns ja bis heute nicht gesagt. Wir werden immer noch angelogen. Und inzwischen ist es wirklich ein Regierungsskandal. Man hat den Eindruck, wenn man in der Nachrichtenflut sieht, dass immer mehr Bundesländer einfach ihren Weg gehen und dass sie das auch, selbst wenn es abgesprochen war, nicht kümmert, was Frau Merkel sagt. Ist sie dabei, die Kontrolle zu verlieren? Zunächst ist Herr Spahn dabei, die Kontrolle zu verlieren, denn er hat ja Wochen und Monate lang versucht, diese zentralistische Lösung und Maßnahmen durchzusetzen. Das bröckelt jetzt gerade unter seinen Händen auseinander und ja, natürlich ist das dann auch ein Thema des Kanzleramts. Trotzdem glaube ich nicht, dass Merkel darüber fällt. Sie hat alles ausgesessen in den letzten 15 Jahren. Ich glaube, sie wird bis zum letzten Tag ihrer Amtszeit im Sattel bleiben. Sie wird auch darüber nicht fallen. Sie hat die mediale Unterstützung immer noch, warum auch immer. Und ja, manche munkeln ja schon von der fünften Amtszeit. Das Stichwort kommt öfter, ja. Eher nicht. Weiterer wichtiger Themenkomplex, Komplex Staatsfinanzen, Haushaltsdefizit. Wie lange ist das jetzt her? 2-3 Wochen, dass der Bundestag diesen dicken Nachtragshaushalt beschlossen hat, 156 Milliarden. Sie sind der Vorsitzende des Ausschusses. Können Sie nachts noch schlafen bei den Zahlen, die Sie kennen? Ich bin der Vorsitzende des Ausschusses und habe diese Maßnahmen am 24. März um 23 Uhr auf den Schreibtisch bekommen. Wir haben am nächsten Tag um 10 Uhr im Bundestag dazu reden müssen. Und es war ein Nachtragshaushalt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren überhaupt, über gleich 156 Milliarden. Und das war nur die haushaltswirksame Teil. Es gibt noch eine Menge Garantien und Haftungszusagen über 600, 700 Milliarden darüber hinaus noch, die auch an dem Tag noch verabschiedet wurden. Das war ein echter Überfall. Ich würde fast von einem Putsch sprechen. Alles mit Corona begründet. Wir müssen jetzt und sofort. Und ja, es ist natürlich Wahnsinn. Es geht nicht darum, ob ich noch gut schlafen kann. Es geht darum, was da noch kommt. Das ist ja nur die nationale erste Welle. Ich bin sicher, wir werden noch einen zweiten Nachtragshaushalt dieses Jahr bekommen. Und parallel findet auf EU-Ebene finden noch größere Bazookas statt. Da wurden schon Maßnahmen für 500 bis 1500 Milliarden angekündigt von von der Leyen, die sie natürlich nicht hat, die ja auch nur auf Pump kommen. Und darüber hinaus kommen noch die EZB-Anleihekäufe, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben, die auch locker nochmal 2 Billionen ausmachen werden. Also hier werden Summen aktiviert, die das 10-fache, 20-fache des deutschen Staatshaushaltes erreichen werden. Was raunt man denn in den Fluren des Bundes? Tages. Was wird da so vermutet und gesagt, was an Maßnahmen kommen könnte, um das viele Geld wieder einzutreiben? Immobiliensteuern, Enteignung, Teilenteignung, Entwertung natürlich? Ja, also es kann auch alles zusammenkommen. Man raunt hier nicht so viel im Moment. Im Moment geht es nur darum, das Geld erstmal zu aktivieren. Dann wird es ausgegeben. Und ja, irgendwann ist die Staatsverschuldung halt dann nicht mehr bei 58% vom BIP wie im Moment, sondern dann wieder bei 80-90%, wo wir auch schon früher mal waren. Und wenn das jemals an die Rückzahlung kommt, man wird sehen, klar, dann gibt es Steuererhöhungen, dann können auch neue Ideen reinkommen wie Vermögenssteuern. Im Moment gibt es noch keine Gesetzesentwürfe in der Richtung. Im Moment wird noch die klassische Lösung gefahren, alles wegzuinflationieren mit möglichst viel EZB-Geld. Was natürlich einerseits verträglich ist, weil die Leute dann nicht gleich auf die Barrikaden gehen. Andererseits ist gerade für den kleinen Mann besonders belastend, weil die Inflation dann eben doch irgendwann auch in der Realwirtschaft ankommt. Es geht ja auch nicht nur um Mehrausgaben. Jede Bilanz hat ja zwei Seiten. Es fallen viele Steuereinnahmen weg. Beim Städtetag war die Rede von 20 Milliarden minus bei der Gewerbesteuer. Das wird heftig. Ja, habe ich auch gehört. Okay, ich kann jetzt nur für den Bundeshaushalt sprechen. Die 156 Milliarden Nachtragshaushalt beinhalten über 33 Milliarden kalkulierte Steuermindereinnahme für 2020, also für das laufende Jahr. In meinen Augen wird das nicht reichen. Das wären ungefähr ein Zehntel, also 10% minus bezogen auf die Gesamtsteuereinnahmen im Bund dieses Jahr.
glaube ich nicht, dass es reicht. Ich vermute, dass die Steuermindereinnahmen, wenn man so die einzelnen Branchen anschaut, noch viel, viel höher ausfallen werden. Man muss bei der Gelegenheit oder Stelle natürlich dazu sagen, dass wir bei Abgaben und Steuern im Grunde schon oben angestoßen sind. Die OECD hat es diese Woche gesagt, jetzt sind wir Weltmeister bei der Belastung der Leute im Land. Ja, das ist ja das Schlimme, dass wir das Ganze eine Wirtschaft trifft und eine Gesellschaft trifft, die ohnehin am Rande der Krise stand. Und für die Regierung ist das jetzt sogar eine komfortable Situation. Man kann jeden Ausgabewunsch auf Pump finanzieren und man hat eine Ausrede, warum wir jetzt in die Krise schlittern, die sowieso gekommen wäre. Das ist unglaublich wichtig zu betonen. Ja, das ist natürlich jetzt auch für uns fatal, weil das ganz schwer beweisbar sein wird, ex post, nachträglich. Krise wäre sowieso zu zwei Dritteln gekommen und Corona kommt noch oben drauf. Die Corona-Folgen sind teuer, aber die Krise, die wir ohnehin gehabt hätten, hätte die Regierung wahrscheinlich für sich schon aus dem Amt gefegt, ohne die Ausrede ja. Corona. Corona ist aber eine sehr willkommene Krise, weil sie hilft, Notmaßnahmen zu starten, um strukturelle Probleme in Angriff zu nehmen, die man anders nicht in den Griff bekommen hat, seit Jahrzehnten. Altes internationales Bonmot, never let a good crisis go waste. Lass nie eine gute Krise ungenutzt. Und genau das geschieht hier gerade. Sie haben in einem selbstproduzierten Video vor ein paar Tagen gesagt, eine dekadente Zeit geht zu Ende. Was war damit gemeint? Was sind da die Punkte? Also ich muss es soweit relativieren. Manchmal sind die Überschriften in meinen Videos auch Wunschdenken oder unsere politischen Wünsche. Ich hoffe, dass gewisse Dekadenzen zu Ende gehen. Zum Beispiel der Klimawahnsinn, der Green Deal, die CO2-Religion in Brüssel und weltweit. Einige Genderismen könnte man durchaus auch noch darunter fassen. Es ist so viel Blödsinn gewesen und ich hoffe, dass irgendwann kein Geld mehr da sein wird. Das Absurde ist, dass die vielen Programme zur Kompensation der angeblichen Corona-Folgen genau darauf zielen, die Dinge, die sowieso abgeschafft gehören, jetzt noch mit mehr Geld zu alimentieren. Der Green Deal soll 500 Milliarden bekommen und das hat von der Leyen nach der Corona-Krise oder in der Corona-Krise nochmal bestätigt. Das heißt, jetzt erst recht, more of the same, man gibt nicht nach, man hat diese Arroganz, das ist Brüsseler arrogante Politik. Die Medien machen diesen grünen Wahnsinn konsequent mit. Das ist das Schlimme, wenn die Leute wüssten, was in Brüssel speziell abgeht, das ist ja schon schlimm genug hier, was in Brüssel abgeht, ist derart volksfern und derart themenfern und derart irrational und immer nur eine Interessenklientel bedienend, teilweise auch eine internationale Agenda bedienend, die nur Großkonzernen und irgendwelchen Großorganisationen wie der WHO dient. Wenn die Leute das wüssten, dann wäre da die Revolution. Die Leute sind ja ziemlich eingeschüchtert worden in den vergangenen Wochen. Also die haben sich dadurch wahrscheinlich auch sehr viel mehr gefallen lassen, als sie sonst sich hätten gefallen lassen. Trotzdem, was hört man als Abgeordneter im Augenblick aus dem Wahlvolk raus? Die ganzen Mails, die Sie vorhin erwähnt haben, Gespräche im Wahlkreis. Wie groß ist der Unmut? Wie stark ist die Hutschnur angespannt jetzt? Es war im März tatsächlich genau diese Debatte, die wir eben schon geführt haben. Es gab viele Leute, die einerseits Angst haben, hatten und von uns bedingungsloses Folgen der Regierung verlangt haben. Das war einfach so, das vergisst man im Internet gerne. Wir hatten also durchaus am Anfang auch Druck, die vor 8 Wochen noch schärferen Maßnahmen zuzustimmen. Und gleichzeitig gab es auch schon die im Internet gesagt haben, allerdings noch etwas spekulativ am Anfang, das ist alles nicht so schlimm, sofort der Regierung massiv Kontra geben, was im Rückblick gesehen richtig gewesen wäre. Aber wir hatten von beiden Seiten die Mails. Und ich bin bombardiert worden von beiden Seiten. Es war unvereinbar am Ende des Tages. Heute wissen wir, welche Seite recht hatte. Ich denke mal, wir haben es gar nicht so falsch gemacht mit der zurückhaltende Unterstützung der Regierung inzwischen an der Front der Widerstandsbewegung. Aber ja, an der Stelle muss ich auch mal sagen, das Internet ist sehr nachtragend, wenn man mal Fehler macht. Und gut, wir haben hier einen Verzögerungsfehler gehabt. Also, aber das Internet ist auch nicht 100% der Gesellschaft. Es sind vielleicht 20%, die wirklich aktiv uns anschreiben aus dieser Szene, sehr informierte Leute. Und dann gibt es halt die Mainstream lesen und die uns anderweitig anschreiben. Das kommt aber nie ins Internet, deshalb sieht das immer so einseitig aus. Also man darf das Internet nicht immer als völlig repräsentativen Ort ansehen. Vielen Dank, Peter Böhringer. Ja, danke zurück und viel Erfolg mit Privatinvestor. Danke.